Ich komme dann definitiv hoch. Das Problem ist, er darf noch nicht ins Schlafzimmer kommen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er ist nicht so angetan vom Schlafzimmer. Hat uns im Schlafzimmer schon mal erwischt? Ich glaube nicht. Okay, da kann er nicht hochspringen. Warum nicht? Ich glaube, er hat uns gesehen. Schleicht jetzt nur nach außen rum, der Penner? Jetzt, wo ich oft. Nee, er ist rein. Er ist rein und ist. Ist rein und gleich wieder raus. Wo ist er hin? Ich glaube, wir sind dem Rätsel ein kleines Stück. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Nein! Ernsthaft jetzt? Kann ich mich mit den Kisten hochbauen? Interesse halber. Ich habe da eine Idee. Ich könnte das noch mal probieren. Ob er uns gesehen hat oder. Und er wirft mich mit Tomaten ab. Was los mit dir, Junge? Was willst du? Ich finde dein Geheimnis noch raus, Junge. Du wirst sie gucken. Es könnte aber auch sein. Also ich denke mal, dass wir das rote Fenster. Ups, sorry, sorry, ich gehe schon weg. Ich bin. Du wirfst schon wieder Sachen nach uns. Wie sieht's mit dem Mülleimer aus? Also ich hätte eine Idee mit der großen Kiste, die könnte ich hinstellen. Er guckt sich das an, was wir da machen. Der Weg ist halt verdammt weit nach oben. Okay, ich glaube, er schleicht nur noch draußen rum. Okay, ich glaube, das geht nicht. Wie viel liegen da um? Drei. Auf den Sack. Der geht mir auf den Sack. Ist einfach so eine Stunde lang nichts passiert. Ich fand die Idee da gar nicht so schlecht. Er geht aber auch nicht mehr rein. Guckt sich um und läuft jetzt wohin? Ich wohne hier. Was macht er? Ich bin hier.
schlaue KI und sowas, ja. Ich glaube, er ist uns auf die Schliche. Was? Gekommen? Ja. Wie kriege ich den Eierkopf wieder rein? Wir sind in Akt 1. Ich brauche für Akt 1 eine Stunde. Er geht. Er ist drin. Sehen wir, wie lang. Schläft. Das klappt ja wunderbar. Hey, ich freue mir einen Ast ab. Alter, wackel doch nicht so, du Psycho. Gibt's hier noch eine Kiste? Ich brauche noch eine Kiste. Ich schaff das. Wo ist er hin? Wo bist du? Da ist er. Ich warte erstmal wieder hier drüben. Links am Auto ist er, am Auto. Am Auto läuft entlang und er sieht unsere Konstruktion nicht, aber das klappt nicht. Geht wieder rein. Schließt die Türe nicht mal mehr, der Penner. Nee, das kann nicht klappen. Egal. Ich probiere das jetzt noch und wenn nicht, dann gehe ich erstmal pinkeln. Okay, ich probiere die andere Seite. Ich bin oben, kann ich speichern? Nein, ich kann speichern. Ich bin oben, ich habe keine Kisten mehr. Nein, 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 nein. Wie komme ich dahin? Hier hoch komme ich nicht. Ja, schlaf du ruhig. Nein, übers Ziel hinaus. Das klappt. Ich brauche alle Kisten der Welt. Schläf doch. Ich bin zu weit gesprungen.
Ich muss noch darüber. Ich habe nichts zum Schmeißen. Ich bin zurück im Biss. Wie komme ich da rein? Ich stelle dich mal kurz dahin. Roll nicht weg. Ich kann das nicht aufmachen, nee, oder? Mal gucken, was passiert, wenn ich die reinbox. Nichts. Sie fliegt rein. Ich kann nicht rein. Echt jetzt? Oh. Really, really bad. Okay, ich guck mal, ob ich hier was finde zum Schmeißen. Das da ist ein. Das da. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir die Kiste weg. Das müsste ja schon reichen, um hochzukommen. Okay, dann fliegt die da weg. Ich nehme die mit. Und fliege erstmal runter. Beweist, dass er am Arsch ist? Ja! Zweiter Stock, ich komme. Ich weiß jetzt noch nicht, wo er ist. Er ist unten. Er hat mich gesehen. Beim Rüberjump. Du kannst nicht hier hochkommen. Du kannst nicht hier hochkommen. Wo geht's hier hin? Sieht merkwürdig aus. Es sieht aus wie ein Hebel da oben. Hier ist ein Hebel. Das sind Kinderzeichnungen. Okay, hier ist ein Hebel, hier ist ein Hebel. Wir gucken erstmal kurz, was wir hier haben. Nichts. Okay, ich mach mal den Hebel an. Das Kabel kommt von hier. Ich glaube, er findet uns hier oben nicht. Das Ding kriegt Strom. Das hier löst irgendwas unten aus. Die Türe scheint nicht aufzugehen. Wir gucken mal, was hier unten. Ich weiß, wo wir sind. Gucken wir, ob wir den Himmel noch hier.